Ihr Lieben, wir wollen miteinander den Hebräerbrief aufschlagen. Zu dem, was der Chor gesungen hat, können wir nur Amen sagen. Möge es auch geschenkt sein, dass wir heute Abend alle Amen sagen können zu dem, was uns die Botschaft aus Hebräer Kapitel 10 in unseren Herzen auszurichten hat. Wir haben ja bisher eine gewaltige Botschaft vernommen, dass unser Heiland Jesus Christus größer ist als alles. Wir dürfen es so sagen, im Himmel und auf Erden. Natürlich ist der Vater größer als alles, das wissen wir. Aber damit wir uns recht verstehen und die Größe und die Einmaligkeit Jesu begreifen, darf ich das heute Abend so sagen. Unser Heiland ist größer, herrlicher, wunderbarer denn alles. Nun wollen wir miteinander hören aus dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes. Ich lese von Vers 1 bis Vers 18. Hebräer Kapitel 10 von Vers 1 bis Vers 18. Denn das Gesetz enthält ja nur das Schattenbild der zukünftigen Güter, nicht aber das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es diejenigen, die vor Gott treten, nicht für immer vollkommen machen, da man ja alle Jahre die gleichen Opfer darbringen muss. Hätte man nicht aufhören können mit dem Opfern, wenn die, die im Gottesdienst mitwirken, ein für allemal rein geworden und sich keiner Sünde mehr bewusst gewesen wären? Aber gerade dadurch werden sie Jahr für Jahr an die Sünden erinnert. Denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnimmt. Darum sagt er, wenn er in die Welt kommt, Psalm 40, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, den Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuvor hat er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Die gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sagt er, siehe, ich komme, damit ich tue deinen Willen. Damit hebt er das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Nach diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Jeder Priester versieht Tag für Tag seinen Dienst und bringt immer wieder die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Jesus Christus aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und hat sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt und wartet so lange, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden sollen. Das bezeugt auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, Jeremia 31, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und an ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer mehr. Soweit die Schriftlesung, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob es uns heute Abend allen von vornherein klar und bewusst ist, was die Bibel mit Opfer meint. Wir Menschen können uns Gedanken machen über dieses Wort Opfer. Ein Mensch kann ein Opfer bringen, indem eine große Geldsumme für irgendetwas spendet. Da redet man von einem Opfer. Unsere Mütter haben ihre Männer und ihre Söhne im Zweiten Weltkrieg geopfert. Und nun könnten wir alles aufzählen, was wir als Menschen unter dem Worte Opfer verstehen. Aber ihr lieben Geschwister und Freunde, das alles ist das Opfer unseres Heilandes nicht. Das Opfer unseres Heilandes, das am Kreuz von Golgatha vollbracht hat,
ist mit keinem Opfer auf dieser Erde zu vergleichen, nicht mal mit den Opfern, die Gott im alten Bunde, dem Hohenpriester und den Priestern im Heiligtum in Jerusalem geboten hatte. Auch mit diesen Tieropfern, mit diesen Opfern, wie es ja heißt, die Stiere und die Böcke, die das Blut vergossen haben, das Blut floss in Strömen, auch mit diesen Opfern ist das Opfer unseres Heilandes nicht zu vergleichen. Warum nicht? Ihr Lieben, wir müssen wissen, was das Opfer unseres Herrn Jesus Christus im Himmel bewirkt hat. Was das Opfer auf Erden bewirkt hat, wissen wir. In unseren Herzen sind die Sünden vergeben. Wir sind los von dem bösen Gewissen, gereinigt in dem Blute des Lammes, losgekauft mit dem teuren Blute Jesu von den Anrechten Sünde, Tod und Teufel. Das hat das Opfer Jesu auf Erden gewirkt. Darüber haben wir nun schon viele, viele, viele Ausführungen gehört. Aber was hat das Opfer Jesu im Himmel gewirkt? Ihr Lieben, darum geht's doch letztlich. Natürlich geht's auch um uns, dass uns die Sünden vergeben werden. Aber ihr lieben Geschwister und Freunde, wir können doch nicht stehen bleiben bei dieser einseitigen Theologie. Hauptsache uns sind die Sünden vergeben, damit wir in den Himmel kommen. Wir können doch nicht die Botschaft des Evangeliums verkürzen und auf uns Menschen zuschneiden und nur dieses eine betonen: Komm zu Jesus, er vergibt dir die Sünden. Das Opfer Jesu bewirkt doch mehr, als nur dir und mir die Sünden zu vergeben. Und nun müssen wir die Frage stellen, ihr Lieben, und das ist jetzt die Botschaft dieser 18 Verse von Hebräer 10. Nun müssen wir die Frage stellen, was hat denn das Opfer Jesu im Himmel bei dem dreimal heiligen, ewigen, unnahbaren Gott gewirkt? Niemand hat Gott je gesehen. Niemand. Gott ist so heilig, so unnahbar, wenn unser Heiland über alle Himmel erhöht ist. Dann sehen wir, wie hoch und wie herrlich Gott ist. Und von den alttestamentlichen Propheten war es Ezekiel, dem ersten Kapitel die Herrlichkeit Gottes beschreibt. Das ganze erste Kapitel des Ezekiel-Buches beschreibt die Herrlichkeit Gottes, aber wo? Nur den Thronwagen Gottes, die Cherubim mit ihren vier Angesichtern, mit ihren sechs Flügeln, mit dem Thronwagen Gottes, der sich nicht wenden musste, der nach allen Seiten dimensional in die Ewigkeiten fahren konnte. Aber Gott hat noch keiner beschrieben. Gott ist unbeschreiblich. Gott ist ewig. Gott ist nicht darstellbar. Es ist verboten, ein Bild von Gott irgendwie darzustellen. Dann würde man den heiligen Gott zu einem Götzen machen. Und nun müssen wir fragen, was bedeutet das Opfer Jesu für diesen heiligen Gott? Darum geht es nämlich jetzt im 10. Kapitel, ihr Lieben. In Kapitel 10, Vers 18 ist der erste Hauptteil des Hebräerbriefes abgeschlossen. Und morgen beginnen wir in Hebräer 10, Vers 19. Das ist der zweite Hauptteil des Hebräerbriefes. Beginnen wir in diesem zweiten Hauptteil unser praktisches Glaubensleben vor diesem heiligen Gott, mit diesem heiligen Gott, wo wir Hebräer 12 hören werden: Unser Gott ist und bleibt ein verzehrendes Feuer. Auch uns, den Gläubigen des neuen Bundes gegenüber, gerade uns. Denn Gott erweist sich herrlich in der ganzen Welt, aber heilig an denen, die ihm nahe sind. Und viele sind schon vor dieser Heiligkeit tot umgefallen. Das lehrt uns die Bibel. Und wenn wir nun beginnen, morgen Abend ab Kapitel 10, Vers 19 zu betrachten, wie wir vor diesem heiligen Gott wandeln, dann müssen wir doch wissen, was ist denn nun die Botschaft des Hebräerbriefes, die uns vom 1. bis zum 10. Kapitel in diese allerheiligste Gegenwart, in die Audienz Gottes im Himmel führt. Kapitel 1 und 2, er ist größer als die Engel.
Kapitel 3 und 4 größer als Mose und Aaron und Josua und alles, was wir gehört haben. Und nun hörten wir von Sonntag an, Kapitel 8, größer als der alte Bund. Und nun gestern und vorgestern, Kapitel 9, der große, herrliche, größte hohe Priester ist in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und nun werden wir im 10. Kapitel in diesem himmlischen Heiligtum belassen. Durch den Glauben, durch das Erlösungswerk Jesu, durch sein hohes Priestertum, werden wir im Glauben mit hineingenommen in das für uns unsichtbare himmlische Heiligtum. Epheser 2 sagt, wir sind in das himmlische Wesen versetzt worden mit ihm durch die Auferstehung. Und der chinesische Gotteszeuge Wotschmeni beschreibt in einem seiner Bücher unseren Gebetsdienst, dass wir auf der einen Seite von dieser Erde zu Gott im Himmel beten dürfen und müssen und sollen. Und auf der anderen Seite sind wir im Glauben mit ihm in das himmlische Wesen versetzt. Wir haben den Zutritt zu dem heiligen Gott im Glauben, im Gebet. Also können wir von dieser Stellung aus ins himmlische Wesen versetzt, gegen die finsteren Mächte beten. Und nun müssen wir fragen, wenn wir in diesem Glauben in diese Himmelswelt versetzt sind. Wir sehen Gott nicht. Oft spüren wir auch wenig in unserem Herzen, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziel auch durch die Nacht. Sind wir trotzdem durch den Glauben und durch die Gemeinschaft im Herrn mit seinem teuren Wort durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt, sind wir hineingenommen in die himmlische Herrlichkeit. Und nun fragen wir, was bedeutet das Opfer Jesu für diese Herrlichkeit des ewigen Vaters, der unser Vater geworden ist, der aber immer noch der dreimal heilige Gott ist, unnahbar, der heilige Gott, der in Ewigkeiten lebt. Wo Psalm 90 sagt, Herr Gott, du bist unsere Zuflucht, für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, warst du, wirst du sein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der da ist und der da war und der da kommt, Allmächtige. So beschreibt ihn Johannes auf der Insel Patmos in Offenbarung Kapitel 1. Wir müssen nun fragen, ihr Lieben, und hier muss uns das Herz brennen, was bedeutet das Opfer Jesu vor dem Vater? Das Opfer Jesu vor dem Vater bedeutet, dass die Sünde, die die Ehre Gottes geraubt hat, durch das Opfer Jesu weggenommen ist, aus dem Weltenraum verschwunden ist, aus deinem Herzen verschwunden ist, aus dem Himmel verschwunden ist. Die Sünde hat Gott die Ehre geraubt. Jede Sünde, die ein Mensch tut, raubt Gott die Ehre. Und das Opfer Jesu Christi hat die Ehre Gottes wieder hergestellt. Und als der Sohn gen Himmel fuhr und durch sein Eigenblut die Himmel durchritt und vor dem Angesicht des Vaters erschien, war der große Augenblick gekommen, wo der Sohn Gottes die Ehre Gottes im Himmel und auf Erden für den Vater wieder hergestellt hat. Wie wir es in dem Liede singen, nun ist Gott geehrt, Satans Macht zerstört, freigemacht und Zählgescharen, die des Todes Beute waren. Das ist das letzte und tiefste Wesen des Leidens und Sterbens unseres Heilandes auf Golgatha, dass als allererstes die Ehre Gottes wiederhergestellt ist, die die Sünde ihm geraubt hat, dass zweitens die Menschheit losgekauft ist von Sünde, Tod und Teufel, dass drittens den Menschen die Sünden vergeben werden, der an die Sündenvergebung glaubt, und dass der, der nun die Vergebung der Sünden hat, zur Ehre Gottes lebt. Nun ist Gott geehrt, Satans Macht zerstört durch das Opfer Jesu. Und was tut der, der die Sündenvergebung durch das Opfer Jesu bekommen hat? Der möchte zur Ehre Gottes leben. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Wie oft lesen wir das
im Neuen Testament. Und so steht das nun im 10. Kapitel des Hebräerbriefes, dass Gott die Ehre des Vaters wieder hergestellt hat. Und morgen werden wir Vers 19 hören, dass unser Leben ein Leben zur Ehre des Vaters sein soll, zur Ehre dieses heiligen Gottes, dass wir ein heiliges Leben führen. Nur durch ein heiliges Leben ehren wir Gott. Wer ein unheiliges Leben führt als Gläubiger, verunehrt Gott. Ihr Lieben, wir lesen das im 10. Kapitel in diesem gewaltigen Wort, wo es ab Vers 4 heißt, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und von Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, eh unser Heiland, als er in die Welt kommt. Ein Wort aus 43. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Und nun wird Gott geirrt. Hört mal zu, was jetzt kommt. Aber den Leib hast du mir bereitet. Wo hat Gott seinem Sohn den Leib bereitet? In der Zeugung und Geburt aus dem Heiligen Geist durch den Leib der Jungfrau Maria, in seiner Menschwerdung, als der Sohn Gottes seinen heiligen Fuß auf den Boden dieser fluchbeladenen Erde stellte, in einem Ort, der zu Deutsch heißt Brothausen, auf Hebräisch Bethlehem. Da hat Gott ihm den Leib bereitet. Als die Engel sangen Gloria in Excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. In dieser Nacht, wo der Sohn Gottes Mensch wurde, als er den Leib der Jungfrau Maria durch die Geburt verließ und auf diese Erde kam, hat Gott seinem Sohn einen irdischen, einen menschlichen Leib bereitet, damit der Sohn in diesem seinen Leibe sterben konnte. Denn nur durch das Sterben in diesem menschlichen Leibe konnte der Sohn die Ehre Gottes wiederherstellen. Denn als der Sohn auf dieser Erde lebte, konnte er so seinen jüdischen Zeitgenossen sagen, könnt ihr mich einer Sünde sein? Wer von euch kann mich einer Sünde sein? Wer? Wer kann mir eine Sünde sagen? Wir hörten es gestern Abend, dass Pilatus dreimal bezeugen musste, das Lamm Gottes ohne Fehl. Er ist ohne Sünde, er ist ohne Schuld. Der Hohepriester zerreißt vor Verzweiflung die Kleider, weil er keine Schuld an dem Herrn Jesus findet. Das Leben des Herrn Jesu im Leibe auf dieser Erde ist ein Leben zur Ehre Gottes gewesen. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, ist von mir geschrieben, damit ich tue Gott deinen Willen. Wer hat den Willen Gottes auf dieser Erde getan? Der Herr Jesus. Was sagt am Jakobsbrunnen zur Samariterin, zu seinen Jüngern, die in die Stadt gegangen waren, um Speise zu kaufen? Meine Speise ist die, dass ich den Willen des tue, der mich gesandt hat. Was hat der Jesus auf dieser Erde getan? Den Willen Gottes. Wie hat er den Willen Gottes getan? Siehe, ich komme, damit ich tue Gott deinen Willen. Was ist das für ein Wille, den Gott von seinem Sohn fordert? Was ist das für ein Wille, den der Sohn vor dem Vater tut? Es ist der Wille, wo in Gethsemane ringt, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen auf die Erde fällt. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dreimal betet der Sohn die gleichen Worte. Und was wäre geschehen, wenn der Sohn seinen Willen getan hätte? Dann hätte der Sohn nie gesündigt. Er war nämlich ohne Sünde. Er lebte auf dieser Erde ohne Sünde. Er lebte so vollkommen in dem alttestamentlichen Gesetz des Volkes Israel. Sogar in all den Aufsätzen der Ältesten, dass sie ihm zum Schluss keine Sünde zeihen konnten. Er hat alle Gebote Gottes so vollkommen erfüllt, dass Paulus in Römer 10, Vers 4 sagt, Christus ist das Gesetzes Endziel. Dass unser Heiland in Matthäus 5, Vers 17 sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern in mir ist das Gesetz erfüllt. Das Gesetz ist der Wille Gottes. Und wer den Willen Gottes tut, lebt zur Ehre Gottes. Und wer hat zur Ehre Gottes gelebt? Unser Heiland. Und sein Leben auf dieser Erde hat die Ehre Gottes wiederhergestellt. Es ist ein Mensch über den Boden dieser Erde gegangen, der von dem ersten bis zum letzten Herzschlag, vom ersten bis zum letzten Atemzug den Willen Gottes getan hat.
Die als Zwölfjährige zu seinen Eltern, zu seiner Mutter und zu seinem Pflegevater sagen muss, wisset ihr denn nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Ich bin auf diese Erde gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Tja, und was wäre jetzt gewesen, wenn der Jesus Christus in seinem sündlosen Willen in Gethsemane seinen eigenen Willen getan hätte? Und wenn er nicht den Willen des Vaters getan hätte? Ich weiß, was ihr denkt. Ich denke es genauso. Dieser Gedanke ist nicht zu Ende zu denken. Dann wären wir alle verloren gewesen. Wenn der Sohn Gottes nicht nach Golgatha gegangen wäre, dann wäre von uns kein Mensch selig geworden. Und wenn wir jetzt diesen Gedanken so einen Schritt weit verfolgen, unser Heiland ringt im Garten Gethsemane, er reißt sie einen Steinwurf von den Jüngern, betet dreimal dieselben Worte, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es geschah, dass er heftiger betete, dass er mit dem Tode rang, in des Ölwerksgarten kniet er, schweißbedeckt sein Angesicht, ringend dort um deine Sünde. Rührt dich diese Liebe nicht? Oh, wie viele Menschen gibt es, die von dieser Liebe nicht gerührt werden? Und im griechischen Grundtext heißt es nicht, er rang mit dem Tode, sondern er lag in der Agonie. Es gibt Schriftausleger, die meinen, dass unser Heiland, weil er ohne Sünde war, vom Feind so angefochten war, als er bereit war, den Willen des Vaters zu tun, in dem dreimaligen Gebet, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, dass er vom Feind so furchtbar angefochten war, dass er in der Agonie lag. Und wir brauchen keine Ärzte und Krankenschwestern zu sein, um zu wissen, was Agonie ist. Das ist der Todeskampf. Und normalerweise stirbt ein Mensch, wenn er in der Agonie liegt. Wenn ein Mensch in der Krise ist, und das ist was anderes, da haben die Ärzte immer noch die Hoffnung, dass der Mensch durchkommt. Aber nicht, wenn der Mensch in der Agonie liegt. Und unser Heiland lag in der Agonie. Und im Garten Gethsemane zeigt man heute noch den Felsen der Agonie. Da heißt wörtlich, Felsen der Agonie, mit einer eisernen Dornenkrone umgeben. Dreimal sieht man den Kelch, weil er dreimal gebetet hat, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und die beiden Tauben, die Vögel des Friedens, lassen ihre Köpfe und ihre Flügel hängen. Die ganze Schöpfung trauert darum, dass der Sohn Gottes für die Sünden aller Sünden in den Tod geht. Und die Zeichen der Anfechtung sind auch da. Bei jedem Kelch sitzen zwei freche Vögel mit stolzem Haupte, ein Zeichen der Finsternis und der Anfechtung. Eine Behausung aller unreiner Geister und aller unreinen Vögel lesen wir einmal in der Bibel, im Buche der Offenbarung. Und nun wird der Sohn Gottes bis ins Letzte angefochten. Würde er seinen Willen tun, blieb er immer der sündlose Gottessohn. Er will aber nicht seinen eigenen Willen tun. Er sagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Warum muss er denn das dreimal beten? Weil der Sohn Gottes so vom Feind angefochten wird. Weil er in der Agonie liegt. Weil er im Todeskampf liegt. Weil die Sünden aller Sünde auf ihn gelegt werden. Weil er sagt, ja Vater, dein Wille geschehe. Ja Vater, nicht mein Wille geschehe. Was ist aber der Wille des Vaters? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und wenn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, muss die Sünde aller Menschen auf den Sohn gelegt werden. Denn der Sohn ist der Einzige, der das Opfer für die Sünden aller Sünder bringen kann. Und wenn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dann muss den Menschen geholfen werden, dass ihre Sünden vergeben werden. Denn jede Sünde eines jeden Menschen raubt Gott milliardenfach die ihre.
Und wenn der Sohn Gottes am Kreuz stirbt und er die Sünden all derer, die Sünden aller stirbt und die Sündenvergebung für all die Wirklichkeit wird, die an ihn glauben, ja, dann wird Gott wieder geehrt durch Menschen, die durch den Herrn Jesus zu Gott kommen. Und so ringt er im Garten Gethsemane im Leibe. Den Leib hast du mir bereitet, lesen wir hier in Vers 5. Ringt ihr in diesem Leibesleben, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fällt? Wird in seinem Leib an das Kreuz genagelt? Seine Hände und Füße werden angenagelt. Der Sohn Gottes musste Mensch werden. Das Wort musste sich erfüllen, aber den Leib hast du mir bereitet. Nur im Leibe konnte er an das Kreuz genagelt werden, weil die Menschen im Leibe gesündigt haben, Adam und Eva. Und weil wir alle im Leibe sündigen. Und Petrus sagt, wer im Leibe leidet, hört auf zu sündigen. Alle Sünden, die der Mensch tut, tut er mit seinem Leibe. Die Sünden, die er denkt, tut er mit seinen Gedanken, ja. Aber die er tut, die tut er mit seinem Leibe. Und wenn der Mensch Buße tut, dann muss er mit seinem Leibe Buße tun. Und wenn er mit seinem Leibe Buße tut, dann muss man an seinem Leibe sehen, dass er Buße getan hat. Wenn ich dieses dumme Geschwätz schon höre, haut es aber uns im Herzen stimmt, wie wir äußerlich sind, das ist unwichtig. Das ist unwichtig? Da haben wir uns aber geirrt. Im Leibe hat der Mensch gesündigt. Mit dem Leibe muss der Mensch Buße tun. An seinem Leibe muss man sehen, dass er ein Gläubiger ist. Mit seinem Leibe muss er leben wie ein Gläubiger. Er muss sich unterscheiden in seinem Leibesleben gegen das Leibesleben der Sünder da draußen. Und wenn er sich nicht äußerlich von den Sündern da draußen unterscheidet, dann kann man von seinem Äußeren auf sein Inneres schließen. Denn der Sohn Gottes hat einen Leib vom Vater bekommen, hat in diesem Leibe am Kreuz gehangen, ist in diesem Leibe gestorben. Und in diesem Leibe ist er am dritten Tage auferstanden aus den Toten. Denn der Wille des Vaters war, dass die Menschheit oder dass die Menschen an den Jesus glauben, er ist ja für alle Welt gestorben, aber nicht jedem kommt das zuteil, nur dem Glaubenden. Ihr versteht mich, wenn ich das sage. Dass all die Menschen, die an ihn glauben wollen, errettet und erlöst werden. Und die Erlösung besteht ja nicht nur in der Sündenvergebung, sondern die Erlösung besteht in der Todesüberwindung. Was würde es uns helfen, ihr Lieben, wenn wir auf dieser Erde Sündenvergebung haben und dann sterben wir und dann sind wir tot, gestorben und verdorben wir alle anderen Menschen auch? Kein Jenseits, gibt es kein Wiedersehen. Was würde uns das helfen, ihr Lieben? Gar nichts. Also ist der Wille des Vaters, den Leib hast du mir bereitet. Er kommt, er tut den Willen des Vaters. Und nun werden wir in diesem einen Opfer, in diesem einen Willen des Vaters, Vers 10, ein für allemal, für alle Ewigkeit, geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Ja, aber wie kann er uns in Ewigkeit vollenden, wenn wir auf dieser Erde sterben? Also muss er den Tod überwinden, damit durch seine Auferstehung, damit durch die Himmelfahrt und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes sein Leben in unser Herz kommt. Damit auch wir ewiges Leben bekommen. Und ewiges Leben können wir nur bekommen, wenn er zuvor durch sein Sterben am Kreuz und am dritten Tage durch seine Auferstehung den Tod überwindet. Was ist der Wille des Vaters? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Was ist der Wille des Vaters? Hier ist einer, der nie eine Sünde getan hat, der sündlos auf dieser Erde zu Gottes Ehre gelebt hat. Was ist der Wille des Vaters, dass dieser eine, der sündlos zur Ehre des Vaters gelebt hat, dass er den Tod überwindet und dass er einen Leib bekommt, damit er sterben kann, denn als Gott war unser Heiland unsterblich. Nur als er Mensch wurde, konnte er sterben. Und in seinem Leibe konnte er sterben und hat am dritten Tage den Tod überwunden. Das Opfer des Leibes Jesu ist ohne die Auferstehung,
ohne die Todesüberwindung am dritten Tage. Undenkbar. Das Opfer Jesu ist niemals zurückreduzierbar nur auf das Kreuz von Golgatha. Das Opfer des Leibes Jesu und die Auferstehung Jesu und seine Himmelfahrt als hoher Priester vor das Angesicht des Vaters und die Ausgießung des Heiligen Geistes in unser Herz ist ein Heilswerk, und nur dieses eine vollkommene Heilswerk macht uns Sünder selig. Tja, und jetzt blicken wir zurück auf das Alte Testament. Das Alte Testament hatte den Schatten. Wir haben schon gehört, Schatten ist nur, wo Licht ist. Also das Licht vom Himmel gibt den Schatten des Gesetzes. Denn das Gesetz, Vers 1, enthält nur das Schattenbild der zukünftigen Güter, also der Heilsgüter, aber nicht die Gestalt oder das Ebenbild oder das Wesen dieser Güter selbst. Wo wir Epheser 1, Vers 3 hören, dass wir gesegnet sind mit allen himmlischen Gütern in Christum. Um diese Heilsgüter geht es jetzt. Deshalb kann es diejenigen, die vor Gott treten im Alten Testament, nicht für immer vollkommen machen, da man ja alle Jahre die gleichen Opfer darbringen muss. Also schon dieses wiederholte Opfern zeigt an, die Opfer im Alten Testament sind unvollkommen, sind Schattenbilder. Hätte nicht das Opfern aufhören müssen, wenn die am Gottesdienst Mitwirkenden, Priester, Hohepriester, Leviten, das Volk Israel, wenn die ein für allemal rein geworden wären und sich keiner Sünde mehr bewusst gewesen wären, normalerweise hätte doch dann das Opfern aufhören müssen. Warum jedes Jahr der große Versöhnungstag? Warum jedes Jahr das Passeropfer? Warum jedes Jahr das Opfer beim Laubhüttenfest und die vielen anderen Opfer, die gebracht wurden? Aber gerade dadurch, dass Jahr für Jahr, dass Tag für Tag die vielen Opfer gebracht wurden, Vers 3, aber gerade dadurch werden sie Jahr für Jahr an ihre Sünden erinnert. Die Opfer erinnern sie immer wieder an ihre Sünden. Denn es ist ja unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Weil ja die Stiere und die Schafe und Ziegenböcke und die Lämmer, die da geopfert werden, das ist ja auch nur gefallene Schöpfung. Die Stiere und die Schafe und die Ziegen, die geopfert werden, die sind doch nicht sündlos. Ist doch gefallene Schöpfung. Können denn sündige Tiere, die als Opfer auf den Altar gelegt werden, Sünden wegzunehmen? Unmöglich. Es ist unmöglich, dass das Blut von Tieren aus der gefallenen Schöpfung die Sünden wegnimmt. Denn das Tier steht unter dem Menschen. Und Gott sagte zu dem Menschen, herrsche über alles, die Tier. Über alles, was da kreucht und fleucht. Wie kann denn das Blut von Opfertieren, über die der Mensch herrschen soll, wie kann denn dieses Blut die Sünden vergeben? Der Mensch muss ein Blut haben, das seinem Blute entspricht. Und Adam kann nur durch einen Adam erlöst werden. Und deswegen heißt Christus der zweite Adam. Steht in 1. Korinther 15. Und der zweite Adam, der der Herr vom Himmel ist, ist in der Lage auf dieser Erde, den ersten Adam zu erlösen. Nicht irgendein Adam auf dieser Erde erlöst einen anderen Adam, sondern es muss der Herr vom Himmel kommen, muss der zweite Adam werden, muss Fleisch und Blut, muss unseren Leib annehmen durch Maria, und stirbt dann am Kreuz und überwindet den Tod. Also, der zweite Adam erlöst den ersten Adam. Der zweite Adam vergießt sein Blut. Und wir, die wir Adams und Evas Kinder sind, wir werden erlöst durch das Blut des zweiten Adam, aber niemals durch das Blut von Stieren und Böcken und Lämmern und Ziegen und Schafen und den anderen reinen Opfertieren. Es wurden ja auch zum Teil Tauben geopfert und Turteltauben. Durch keines der Opfertiere werden wir erlöst. Der Mensch wird niemals durch das erlöst, was unter ihm steht. Der Mensch wird nur durch das erlöst, was über ihm steht. Und über ihm steht nur Gott und nichts anderes. Wer das nicht begriffen hat, der kann seinen
christlichen Glauben einpacken. Und wer meint, durch irgendwelche Opfer sich auf diese Erde loszukaufen, der ist auf einem Irrweg in den Abgrund, wo es kein Zurück gibt. Was für Irrwege geht man in all den griechisch-orthodoxen und römisch-katholischen und sonstigen orthodoxen und katholischen Kirchen. Luther hat gesagt, es sei eine vermaledeite Abgötterei, wenn in diesen griechischen und katholischen Kirchen jeden Tag die Messe gefeiert wird. Wenn Maria als Mittlerin eingeschaltet wird, wenn die überschüssigen, guten Werke der Heiligen vor Gott uns loskaufen sollen, wenn man Geld bezahlen muss, dass eine Messe gefeiert wird, damit die Menschen aus dem Fegefeuer kommen. Man müsste fast darüber lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Der Mensch wird nie durch das erlöst, was er selber ist oder was unter ihm steht oder was von dieser gefallenen Erde ist. Nicht durch Gold und Silber, sagt Petrus. Der Mensch wird nur erlöst durch das, was über ihm ist und über ihm Gott. Und das, was über ihm ist, das zieht ihn nach oben. Alles andere zieht ihn in die Hölle. Und wenn heute Abend Menschen in unserer Mitte sind, die da meinen, durch irgendetwas erlöst zu sein, was von unten ist, die sind verloren. Verdammt in alle Ewigkeit. Und wenn wir heute Abend begriffen haben, dass wir nur durch den Herrn Jesus, nur durch den Sohn Gottes erlöst werden können, der von oben, vom Himmel, vom Vater gekommen ist, dann werden wir auch zum Vater kommen, ihr Lieben. Dann werden wir selig werden. Durch den, der über uns ist, der höher ist als wir, höher als alle Himmel. Ich bin vom Vater ausgegangen. Ich gehe zurück zum Vater und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Niemand. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Auch die Mutter Maria kommt nicht zum Vater ohne durch den Herrn Jesus. Und kein Kaiser von China und kein Papst von Rom und kein Präsident und kein Hilfsarbeiter, kein Menschenfresser und kein Hochschulprofessor und alles, was es auf dieser Erde geben mag. Niemand kommt zum Vater nur durch den Herrn Jesus. Nun, ihr Lieben, wir sind jetzt einen Schritt weiter vorgedrungen. Wir haben jetzt begriffen, warum es nach Vers 4 unmöglich ist, was ja Gott im Alten Testament vorlaufend verordnet hatte. Die Tieropfer, die reinen Tiere. Sie wissen, dass Israel nur reine Tiere essen durfte, Wiederkäuer, die Klauen spalteten. 3. Mose 11 nachzulesen. Und wir wissen, dass nur ganz bestimmte wenige Tiere zum Opfer für Gott zugelassen waren. Und Noah musste von diesen reinen Tieren 7 Paar mit in die Arche nehmen, dass, wenn Noah mit seinen Söhnen aus der Arche kam, mit seiner Familie, er reine Tiere zum Opfer hatte und trotzdem reine Tiere übrig blieben zur Fortpflanzung. Deswegen steht die normalen Tiere, die unreinen Tiere, immer nur ein Paar. Aber die reinen Tiere 7-mal, die göttliche Zahl, um anzuzeigen, das sind die reinen Tiere, die ihr Gott opfert. Und ihr müsst Opfer haben, so lange, bis die reinen Tiere sich fortgepflanzt haben. Denn es durfte ja kein Tier geopfert werden, was nicht ein Jahr alt war. Und wenn Noah nun seine Arche verlässt und die Tiere vermehren sich und das dauert ein Jahr, bis die Jungtiere herangewachsen sind, muss Noah in der Zwischenzeit Opfer haben. Deswegen 7-mal Paare von reinen Tieren zum Opfer. Aber diese reinen Opfertiere waren nur Schattenbilder für Golgatha. Sie haben keinen Menschen im Alten Testament selig gemacht. Hätten sie einen Menschen im Alten Testament selig gemacht, dann wäre kein Opfer mehr nötig gewesen. Im Gegenteil, all die Opfer, die im Alten Testament gebracht wurden, Vers 2 und Vers 3, sind nur ein Erinnern gewesen an ihre Sünden und sind die Sünden immer noch nicht vergeben. Warum nicht? Wir warten immer noch auf den, der von oben kommt, auf unseren Messias, auf unseren Heiland, auf den Sohn Gottes, auf den Welterlöser. Wo die Juden im Johannesevangelium zum Heiland sagen, wir haben gehört, der Messias bleibt ewiglich. Ja, der Messias bleibt ewiglich. Der Messias bleibt ewiglich. Der Messias ist, der die Ewigkeit bringt und der euch in die Ewigkeit führt. Und wer Ewigkeit will, muss an diesen ewigen Heiland Jesus Christus, an diesen Messias und Sohn Gottes glauben. Nun, ihr Lieben, wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen.
Und zwar, ich lese noch einmal von Vers 5 an, damit wir den Unterschied jetzt sehen. Also alles, was im Alten Testament von Gott verordnet war, war ein Schattenbild auf den Herrn Jesu. Ja, vielleicht muss ich es jetzt mal so herum sagen. Wenn es ein Volk auf dieser Erde gegeben hätte oder heute noch geben würde, das Volk ist ja immer noch da, Israel, sind ja 16 Millionen auf dieser Erde. Wenn es ein Volk auf dieser Erde gegeben hätte, welches das Opfer, das blutige Opfer unseres Heilandes auf Golgatha verstanden hätte, dann hätte das Volk Israel sein müssen. Das ganze Alte Testament ist erfüllt von dem blutigen Opfer. Das ganze Alte Testament, in 5 Büchern Mose, könnt ihr euch sowas vorstellen? 42 Kapitel, Opfer, 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 Opfer. Ich habe das mal einem jüdischen Rabbiner aus einer südafrikanischen Stadt gesagt, Kapstadt. Er war in Jerusalem, wir trafen uns an dem Schrein des Buches und es ging da um die Jesaja-Rolle, Jesaja 53. Tja, und dann standen wir mit diesem Herrn, der sprach fließend Deutsch. Wir kamen überhaupt nicht weiter. Ach, Jesaja 53, ach Messias, ach euer Jesus. War überhaupt nichts zu machen mit ihm. Und dann stellten wir ihm die Frage, wo er anfing, seinen schwarzen Bart zu kratzen und wusste keine Antwort mehr. Aus lauter Verlegenheit. Wo ist denn euer blutiges Opfer? Wo ist denn euer Tempel? Wisst ihr denn nicht, dass das ganze Alte Testament erfüllt ist von diesem Opfer? Wo habt ihr denn eure Sündenvergebung? Warum ist denn 40 Jahre nach der Kreuzigung Jesu der Tempel in Jerusalem zerstört worden? Warum hat denn Israel bis heute kein Opfer mehr? Da bekamst du keine Antwort. Wenn die Juden evangelisieren willst, frage sie nach dem blutigen Opfer. Frage sie nach dem blutigen Opfer. Der Tempel hätte ja auch 100 vor Christus zerstört werden können. Oder der Tempel hätte 300 nach Christus zerstört werden können. Nein, er wurde 40 Jahre nach der Kreuzigung des Herrn zerstört. 40 Jahre, auf das Jahr genau, möchte man sagen. Das muss doch einen denkenden Menschen zum Nachdenken bringen. Warum hört das blutige Opfer auf? Warum hat Israel heute kein blutiges Opfer? Wir sind im Frühling beim Passafest dort. Das Passafest wird genau gehalten, wie es im Alten Testament steht, mit bitteren Kräutern und mit all dem, was 2. Mose 12 sagt. Aber kein Opferlamm. Warum habt ihr kein Opferlamm? Ja, fragt doch mal Israel, warum sie kein Opferlamm haben. Sie feiern das Passafest, das dauert von abends 8:30 bis nachts 1:30. 5 Stunden lang wird gesungen und gebetet und gegessen und gesungen und gebetet. Aber kein Passalamm. Du, es ist besser, du fragst nicht, du blamierst dich. Denn wenn du fragst, warum habt ihr kein Passalamm, dann gucken sie uns ganz entsetzt an. Wie könnt ihr Christen sowas fragen? Wir können ja kein Passalamm haben, weil wir keinen Tempel haben. Denn das Passalamm darf nur im Tempel, nur auf dem Berge Moria geopfert werden, auf dem Altar von den Priestern. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt als nur der Berg Moria. Da muss das Passalamm geschlachtet werden. Und weil wir keinen Tempel haben und weil der Berg Moria besetzt ist von den Arabern, durch die Omar und Aqsa Moschee, durch diese beiden arabischen Heiligtümer seit 1300 Jahren, ja, darum haben wir kein Passalamm, weil wir kein Opfer haben. Wir haben keinen Tempel mehr auf dem Berge Moria. Tja, und dann gehen wir mal ein paar Meter weiter nach Norden auf dem Berge Moria. Dann kommen wir in das Richterhaus des Pilatus, da steht einer, der sein Blut für uns vergießt. Und dann gehen wir noch ein paar weiter Meter auf dem Berge Moria, da kommen wir zu einer Hügelkette. Rechts am Kidron-Tal heißt die Bethesda, in der Mitte ganz klein, aber doch sichtbar beim Rockefeller-Museum. Dort heißt sie Gareb. Und dann ganz links am Damaskustor Golgatha. 792 Meter über dem Meeresspiegel. 42 Meter höher als der Tempel war. Der Tempel stand 750 Meter, Golgatha 792 Meter. 42 Meter höher.
Von Golgatha kannst du ganz Jerusalem übersehen. Man kann heute nicht auf den Hügel Golgatha, das wissen wir. Aber ich bin zweimal verbotenerweise dort gewesen. Ganz Jerusalem kannst du sehen. Und als unser Heiland starb, sah ganz Jerusalem das Kreuz. Weil der Hügel Golgatha 42 Meter höher ist als das normale Jerusalem. Weil er die Nordspitze des Berges Moria ist. Nein, sie haben kein Passahlamm, die Juden. Weil sie keinen Tempel auf dem Berge Moria haben. Wir aber haben ein Passahlamm. Steht 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. Und unser Passahlamm ist Christus für uns geopfert. Ja, ihr Lieben, wenn man mit Kindern Israel spricht, die muss man anders evangelisieren. Lasst eure Traktate von Werner Heukelbach zu Hause. Auch den Katechismus von Dr. Martin Luther, lasst den zu Hause. Mit diesen Dingen können wir keine Juden evangelisieren. Wir können ihnen nur im nachdenkenden Gespräch die Frage stellen, wo ist euer Tempel, wo ist euer Opfer, wo ist das Blut, das in Strömen geflossen ist? Wenn es ein Volk auf Erden gäbe, dann wärt ihr Juden es, die verstehen müssten, dass Christus sein Blut vergossen hat. Ich mal eine Freizeit in Bayern hatte, da war ein Mädchen aus München, 10 Jahre alt. Oh, ich musste in meinem Herzen nur seufzen, mein Gott, erbarme dich dieses armen Volkes. Das Kind hatte noch nie in seinem Leben etwas von Jesus gehört, noch nie was von Gott gehört, atheistisch, gottlos erzogen bis zum geht nicht mehr. Die Eltern hatten sie in die christliche Freizeit abgeschoben, damit sie ihre Freuden hatte in ihrer eigenen Ferienzeit. Und das Kind sah das erste Mal den Heiland am Kreuz hängen. Und dann schrie sie aus einer Kinderstunde, da saßen vielleicht so 80 bis 100 Kinder da, schrie sie heraus, der blutet ja. Guck doch mal, der blutet ja. Der blutet ja. Dann ging sie vor das Bild, dann stand sie vor diesem Bild. Ihre kleine Seele war ergriffen bis ins Letzte, der blutet ja. Ja, wir Kind, was hast du denn sonst gedacht? Natürlich blutet er. Der muss ja bluten. Denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Nicht das Blut von den Opfertieren aus dem alten Bund. Nicht mit Gold und Silber. Der blutet für dich? Du armes, 10-jähriges, verlorenes Menschenkind aus der Großstadt München. Für dich heute Abend, der du hier sitzt, blutet er. Nun ist Gott geehrt, Satans Macht zerstört. Und Satans Macht liegt in dem nicht den Willen Gottes tun, in unserem Eigenwillen. Dass wir selbst Götter sind, dass wir uns selbst zu Gott machen, dass wir uns selbst den Himmel verdienen können. Ihr werdet sein wie Gott. Das war das Gift des Teufels durch die Schlange im Paradies beim Sündenfall. Und was steht hier? Ich muss noch einmal des Zusammenhanges wegen lesen. Vers 5, darum spricht er, als er in die Welt kommt, in unsere gefallene, sündige Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber diese Opfer und Gaben werden ja nach dem Gesetz geopfert. Aber den Leib hast du mir bereitet, Brandopfer, Sündopfer gefallen dir nicht. Warum nicht? Da sprach ich, siehe, ich komme, damit ich tue Gott deinen Willen. In der Buchrolle im Alten Testament steht von mir geschrieben, zuerst sagt ihr Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir nicht, obwohl sie nach dem Gesetz geopfert werden, gefallen sie Gott nicht. Sie sind nur vorübergehend, nur ein Schattenbild, nur eine Erziehung für das Volk Israel, an den Messias zu glauben, der sein Blut vergießen wird für dieses Volk und für alle in der Welt, die an ihn glauben. Gaben und Opfer hast du nicht gewollt, da sprach ich. Vers 9, siehe, ich komme. Der Heiland ist in die Welt gekommen. Der Heiland ist in die Welt gekommen. Ja, ihr Lieben, das ist eine herrliche Botschaft. Das ist die Botschaft, die wir immer derzeit hören, wenn wir an die Menschwerdung Jesu denken. Wir sagen altgermanisch dazu Weihnachten. Das ist eine Lebensbotschaft. Siehe, ich komme. Warum kommt der Heiland in die Welt? Damit ich tue deinen Willen. Und in dem Augenblick, wo unser Heiland den Willen des Vaters tut, wo er in die Welt kommt als Mensch, als Kind in der Krippe, wo er am Kreuze stirbt als Schmerzensmann von Golgatha,
Das steht jetzt in Vers 9. Siehe, ich komme, damit ich deinen Willen tue, hebt er das Erste auf, das Alte Testament, und setzt das Zweite ein, das Neue Testament. Und wir haben es auf den heutigen Tag, eine Zeitrechnung. Bald schreiben wir das Jahr 2000. Warum 2000? Die Mohammedaner schreiben 1300. Warum schreiben wir 2000? Die Juden schreiben 5747. Warum schreiben wir 1987? Wenn wir es erleben, schreiben wir 88, 89, 90. Warum? Wann bist du geboren? 1962? 1923? 1935? Wann bist du geboren? 1908? Tja, was ist das für eine Zahl, 1908? Was ist das für eine Zahl, 1957, als du geboren wurdest? Nach der Menschwerdung Jesu. Unsere Zeitrechnung ist der Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Hier läuten die Freiheitsglocken für die verlorenen Sünder. Vers 9, da hebt er das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Und dass er es in Kraft gesetzt hat, das müssen auch die Gottlosen anerkennen, wenn sie schreiben 1987. Ja, die Kommunisten können ja bei 1848 anfangen. Kommunistisches Manifest von Karl Marx. Nicht? Gute 100 Jahre. 140 Jahre. Also schreiben wir 139 Jahre nach der Herausgabe des Kommunistischen Manifestes, oder? Oder fangen wir im Jahre 1099 an? Und fangen da an zu zählen, dass die Kreuzfahrer ins Heilige Land zogen. Wo sollen wir eigentlich anfangen? Gibt es ein Ereignis in der Welt, wo wir eine neue Zeitrechnung anfangen können? Sag mir doch mal eine, wo gibt es denn ein Ereignis? Nirgends. Aber die Menschwerdung Jesu ist das Ereignis, wo alle, ob sie wollen, ob sie glauben oder nicht an diesen Sohn Gottes, sie müssen sich dieser Zeitrechnung beugen. 1987. Was ist 1987? Tja, vor 1987 erfüllte sich das Wort, was hier geschrieben steht. Siehe, ich komme zu tun, Gott deinen Willen, um das Alte aufzuheben, das Alte zu erfüllen, um das Neue, der neue Bund, der wird jetzt in Kraft gesetzt. Altes Testament ist eine verfallene Münze. Eine Währung Gottes, die bei Gott nicht mehr gilt, weil der Sohn Gottes eine neue Währung eingeführt hat. Und seine neue Währung ist sein teures Blut, mit dem er vor das Angesicht des Vaters gegangen ist. Vers 10. In diesem Willen, nach diesem Willen, durch diesen Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Den Leib hast du mir bereitet. Durch das Opfer des Leibes Jesu Christi sind wir ein für allemal geheiligt. Vers 11. Jeder Priester versieht Tag für Tag seinen Dienst, bringt immer wieder die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Tag für Tag gehen die Priester ins Heiligtum. Von Mose bis Christus 1500 Jahre. Ein Schnellrechner könnt ihr jetzt mal ausrechnen. 1500 Jahre mal 365 Tage. Und dann die ganzen Gänge, die die Priester jeden Tag gingen. Und wie oft sind sie bei den Festen Israels gegangen? Beim Passafest, beim Laubhüttenfest. Ja, ihr Lieben, das kämen ja Tausende von Kilometern zusammen. Wie die Priester im Alten Testament immer wieder in das Heiligtum gegangen sind. Und nun lesen wir hier, Vers 11, jeder Priester versieht den Dienst Tag für Tag. Und nun kommen wir zu unserem hohen Priester, Vers 12. Jesus Christus aber, in den alten Luther-Übersetzungen heißt es so schön, dieser aber. Das ist wohl ein Unterschied. Dieser aber hat ein einziges Opfer für unsere Sünden dargebracht. Im Alten Testament Millionen von Opfern und nicht eins konnte selig machen. Im Neuen Testament dieser aber, unser Heiland Jesus Christus, hat ein einziges Opfer für unsere Sünden dargebracht und hat sich gesetzt für immer und ewig zur Rechten der Majestät. Der wird nie mehr ein Opfer darbringen.
seine Opfertat auf Golgatha, diese grausamen Stunden am Kreuz, diese drei Tage im Totenreich, das hat gereicht. So gewaltig ist der Sohn Gottes. So kostbar ist sein teures Blut, was dort geflossen ist. In einem einzigen Opfer, das er gebracht hat, hat er ein für allemal die vollendet, die geheiligt werden. Vers 14, das sind wir. Und dieser, unser Heiland Jesus Christus, hat ein Opfer gebracht, hat sich für immer zur rechten Majestät Gottes in den Himmel gesetzt und wartet. Tja, unser Heiland wartet. Warum kommt er nicht wieder? Warum bringt er nicht die Feinde um mit dem Hauch seines Mundes? Warum lässt er den Teufel so böse sein? Warum lässt er die gottlosen Menschen so lange auf diese Erde wirken? Warum wartet unser Heiland? Nun, wir haben hier die Antwort in Vers 13. Er wartet so lange. Und nun kommt das kleine Wörtlein bis. Kennst du das kleine Wörtlein bis aus der Bibel? Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle aus den Heiden eingegangen ist. Ihr werdet mich von nun an nicht sehen, so sagt der Heiland zu seinem Volk, bis ihr sprecht, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Das ist das kleine Wörtlein bis. Der sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, Vers 13, wartet so lange, bis seine Feinde zum Schemel seine Füße gemacht werden. Die alte Luther-Übersetzung sagt, zum Schemel seine Füße gelegt werden. Wörtlicher, die Feinde werden zum Schemel seine Füße gemacht, weil er einst mit seinen angenagelten Füßen am Kreuz alle Feinde Gottes besiegt hat. Denn die Feinde Gottes haben Gott die Ehre geraubt und haben den Menschen in die Sünde verführt, damit der Mensch auch Gott die Ehre raubt. Und die Feinde Gottes werden in der Bibel beschrieben als Schlangen, Skorpione, Löwen und Ottern, junge Löwen und Drachen. Der Satanas wird beschrieben in Offenbarung 12, Vers 13, als ein feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, ein gräuliches Untier. Und die Vollendung dessen, was der Satan durch die Sünde in die Menschen gebracht hat, ist der Tod. Und der Tod ist so schrecklich, dass nur der Sohn Gottes für uns den Tod schmecken konnte, weil der Tod keine Macht an ihm hatte, weil er ohne Sünde war, denn der Tod ist der Sünde Sold. Und Johannes 8, Vers 51 sagt unser Heiland, dass wir, die wir an ihn glauben, den Tod nicht sehen werden ewiglich. Ein Mensch, der den Tod sieht, ist verloren. Ein Mensch, der den Satan sieht, ist verloren. So grausam dämonisch, so abgrundtief verloren, ist Sünde, Tod und Teufel. Und deswegen sagt der Heiland, jeder, der an ihn glaubt, wird den Tod nicht sehen ewiglich, sondern wer reines Herzens ist, der wird den Vater schauen, der wird Gott schauen in alle Ewigkeit. Und nun wartet er, Vers 13, bis diese seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht und gelegt werden. Dieser 7-köpfige Drachen Satan, Satanas, Teufel, die alte Schlange, der Drache und wie die Bibel dieses Untier nennt. Vielleicht war es mal ein gefallener Engel. Der Lateiner sagt Luzifer, Lichtträger, Glanzgestirn. Ach, wir wissen nicht, wie wir es übersetzen sollen. Und ein Teil der Engelwelt in diesen Abfall hineingerissen worden. Und die ganze Menschheit ist hineingerissen worden. Römer Kapitel 5, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Und nun wartet er,
bis wir die Feinde uns zu seinen Füßen legen. Da ich denn nichts bringen kann, schmiege ich an sein Kreuz mich an. Ich werfe mich dem Heiland zu Füßen und bitte ihn um Vergebung. Und darum wartet er, dass all die, die heute Abend unerlöst sind, die Feinde Gottes sind, dass sie zu ihm kommen und sich zu seinen Füßen werfen, damit er sie erlösen und ihnen vergeben kann durch sein einmaliges Opfer. Und die anderen? Die werden auch zum Schemel seiner Füße gemacht werden, wenn er wiederkommt. Alle Knie werden sich beugen und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Und alle Augen werden ihn sehen, wenn er kommen wird. Und das alles zur Ehre Gottes, des Vaters. Da haben wir es. Da haben wir es. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Er wartet also. Wer jetzt sich zu seinen Füßen wirft, als Feind Gottes, und Gott ehrt, indem er sich bekehrt, der bekommt Vergebung der Sünden. Und der es nicht will, der wird gerichtet werden, der muss sich auch zu seinen Füßen werfen. Und er wird dann sagen, geh von mir, du Verfluchter, das ewige Feuer, was dem Satan bereitet ist in seinen Engeln. Ja, er wird sie auch zu seinen Füßen werfen und muss Gott erkennen. Auch er muss Gott ehren, ob er will oder nicht. Und dann geht er verloren in alle Ewigkeit. Und wartet so lange, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist im Alten Testament, im Worte Gottes, Jeremia 31. Dies ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen. Der neue Bund, der Bund durch dieses Opfer des Leibes Jesu. Dies ist der neue Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und in ihren Sinn will ich es schreiben. Was war vor in dem Herzen der Menschen? Die Sünde, die Feindschaft gegen Gott, die Lästerung, die Blasphemie, die Unreinigkeit, der Mord, die Hurerei, die Lüge. Das war in ihrem Herzen. Aber nun kommt der Heiler in unser Herz. Durch sein Opfer reinigt er unser Herz. Und nun kommt das Gesetz Gottes in unser Herz. Der Wille Gottes in unser Herz. Der Heilige Geist, das ewige Leben, zieht in unser Herz ein. Ich will mein Herz, mein Gesetz in ihr Herz geben. In ihren Sinn will ich es schreiben. Und an ihre Sünden und Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr denken. Fischen verboten. Er nimmt unsere Sünden und wirft sie in das Meer, wo es am tiefsten ist. Und schreibt darüber, Fischen verboten. Und das Meer der Liebe Gottes ist am tiefsten, am Kreuzestamm von Golgatha. So tief, dass keine Macht der Welt diese Sünden aus diesem Liebesmeer herausholen kann, dass keiner in der Lage ist, diese vergebenen Sünde noch zu sehen, noch an sie zu denken. An ihre Sünden und an ihre Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr denken. So sehr vergibt uns das Blut Jesu. Wo aber die Sünden vergeben sind, wo Vergebung derselben ist, Vergebung der Sünden, da gibt es kein Opfer mehr. Das Opfer von Golgatha reicht für alle Ewigkeit. Es wird nie mehr ein Opfer geben, nie mehr im Himmel und auf Erden. Es wird nie mehr das geben, was es auf Golgatha gegeben hat. Überlege mal, was das bedeutet. Wo aber die Sünden vergeben sind, gibt es kein Opfer mehr. Dieses Wort, kein Opfer mehr, kommt noch einmal vor im 10. Kapitel. Ich darf es vorwegnehmen, ihr Lieben. Wir werden es morgen mit Erschrecken hören. Und das lesen wir in Hebräer 10, ab Vers 28. Schon wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er ohne Erbarmen sterben, wenn zwei oder drei Zeugen gegen ihn aussagen. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, verachtet und den Geist der Gnade schmäht? Gibt es solche Menschen? Ja, es gibt solche Menschen. Sie werden in Vers 25 beschrieben. Verlasst eure Gemeindeversammlungen nicht. Aha, da fängt's an. Da fängt der Sündenfall an, der Abfall.
wenn Kinder Gottes die Gemeindeversammlungen verlassen, wie es sich einige zur Gewohnheit gemacht haben, sondern ermahnet euch gegenseitig und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, wo der Herr wiederkommt. Denn wenn wir absichtlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein anderes Opfer mehr. Da steht's. Es steht in Vers 18, wenn wir Sündenvergebung haben, haben wir so eine Sündenvergebung, dass wir fürder kein anderes Opfer mehr nötig haben. Und wenn wir diese Sündenvergebung nicht annehmen oder nach dieser Sündenvergebung mutwillig sündigen, absichtlich sündigen, Vers 26, haben wir fortan kein anderes Opfer mehr für unsere Sünde. Dann wäre uns besser, wir wären nie geboren. Und das sagt einst der Heiland zu Judas Iskariot. Es wäre dir besser, du wärst nie geboren, als dass du diese große Möglichkeit, einmalige Gelegenheit hast und dass du sie mit Füßen trittst. Mit Füßen kann man nur das treten, was man wegwirft. Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe zwei Füße und ich werde da oben die Decke da, die Bretter da oben, die werde ich treten. Da oben diese schönen Zedernbretter, die werde ich treten mit den Füßen, das geht nicht. Du kannst nur mit Füßen treten, was unter dir liegt. Und nur der Mensch, der sich über dieses Opfer von Golgatha erhebt, dämonisch-satanisch darüber hebt, der kann da unten mit seinen Füßen drauf treten. Es steht in der Bibel, und was in der Bibel steht, ist wahr. Und was in der Bibel steht, gibt es. Es gibt Menschen, die treten das Opfer Jesu mit Füßen. Das ist nicht eine Angstmacherei, so wie es eben die Evangelisten tun. Das ist nicht eine Panikmache, dass der Knüppel des Gesetzes über uns geschwungen wird. Das ist nicht eine neue Auflegung irgendeines Gesetzes oder einer Ordnung in der Gemeinde Jesu, sondern das ist heiligste Wirklichkeit für den, der durch das einmalige Opfer Sündenvergebung empfangen hat, dass er sich nie über dieses Opfer hebt, um es mit Füßen zu treten. Dann gibt es keine Rettung mehr, kein Opfer mehr für Sünden. Dann hat der Mensch die Sünde getan, die in der Bibel beschrieben wird, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Nun, ihr Lieben, wir sind am Ende dieser gewaltigen Stunde. Der Herr hat zu unseren Herzen gesprochen, gesprochen durch dieses wunderbare, herrliche, gewaltige, ewige Opfer unseres Heilandes. Und nun fragen wir, wie wollen wir ihm eine Antwort darauf geben? Denn wenn jemand zu uns spricht, antworten wir ihm. Und wenn Gott zu uns spricht, wollen wir ihm antworten. Im Gebet. Und diese Antwort, die wir ihm geben, ist, dass wir ihm unser ganzes Herz weihen. Damit dieses Opfer ganz in uns Wirklichkeit wird und alles, was noch Feindschaft, Feinde Gottes in uns ist, unerlöstes Wesen, Sünde, verborgene Gebundenheit, der eitle Wandel der Vorfälle. Wir haben noch so viel Unerlöstes an uns. Das wollen wir jetzt unter das Kreuz bringen, damit uns der Heiland reinigen, vergeben kann, damit er uns, weil er uns mit seinem Blut erkauft hat, lösen kann von den Anrechten des Satans. Wie viele Kinder Gottes werden von diesen Anrechten gequält? Von dieser Qual können wir frei werden. Ich habe schon manchmal erlebt, wenn Menschen von dem Bann auf ihre Seele frei werden, von ihrer Sünde, geht der Bann von ihrem Leibe weg und sie werden gesund. Nicht jeder Mensch, der krank ist, hat gesündigt. Nein, nein. Aber bei vielen Menschen liegt ein Bann auf der Seele, der sich im Leibe in Krankheit auswirkt. Und dazu sagt man Krankheitsmächte. Und da steht in meiner Bibel, dass der Satanas eine Tochter Israel gebunden hat, 18 Jahre. Habt ihr das mal gelesen im Lukas-Evangelium?
Kann der Satanas in die Krankheit binden? Aber wie? Und wen kann der Satanas binden? An dem er Macht hat. Und der Satan kriegt nur Macht, wenn wir verborgene Sünde haben. Aber wie können wir verborgene Sünde haben, ihr Lieben? Wenn unser Heiland so das Opfer für die Sünden vollbracht hat. Sowas gibt's doch gar nicht. Oder sind wir schon an der Grenze, wo wir anfangen, das Blut Jesu mit Füßen zu treten? Wie können wir da noch Sünden in unserem Leben dulden, wo wir so ein Opfer haben? Wir können versagen, wir können auch hier und da mal in Sünde fallen, aber wir können doch keine Sünde dulden in unserem Leben. Wir können Fehler machen, ja, wir können hinstürzen, wir können in den Schmutz fallen, ja. Aber wir können doch nicht liegen bleiben. Wir können doch keine Sünde in unserem Leben dulden. Und wenn wir es getan haben, schämen wir uns und tun Buße. Das ist der Weg, dass wir Buße tun. Aber nicht nur mit der Zunge, sondern mit unserem Leben. Von heute Abend wird es anders. Jetzt oder nie. Heute Abend hat der Herr zu meiner Seele gesprochen. Jetzt ist der Tag, das heißt, jetzt ist die Stunde gekommen, wo ich Buße tue, wo der Heiland mir vergibt, dieser wunderbare Heiland, der so ein Opfer vollbracht hat, dass ich frei werde von aller Sünde, von jeglicher Sünde, auch von der letzten Gebundenheit, von der letzten Dämonie. Wer so Buße tun will, der kann es jetzt tun.